Guten Morgen, Freunde. Ich bin hier wieder in meiner No-Name-Kleidung, mit der ich gleich zum Training gehe. Entschuldigung, hab gerade einen Apfel gegessen und wollte eigentlich nicht mehr essen, aber ich habe mir gedacht, ach nee, frühstückst du jetzt doch. Und danach geht's erst zum Training. Normalerweise würde ich mir jetzt einen 150 Gramm Whey-Shake oder so machen, aber das sieht nicht so aus, als wären da noch 150 Gramm drin. Mehr so, keine Ahnung. 50, 75 werden wir gleich mal sehen. Und dann... Ah, wir haben noch Müsli. Werde ich mir Müsli machen. Oh shit, es waren sogar noch viel weniger als 50. Nur 35 Gramm. Das ist irgendwie ein bisschen wenig. So, ich habe noch ein bisschen Whey Natural Banana gefunden, aber das ist auch schon fast leer. Naja, mal gucken, wie das schmeckt, Schoko und Banane zusammen. So, jetzt haben wir schon 105 Gramm, aber das ist jetzt auch leer. Naja, gut, geben wir uns erstmal mit 105 Gramm zufrieden. Und dann noch ein bisschen Müsli. So, jetzt haben wir 50 Gramm. Na, scheiß drauf, lass uns bei. Oder? Nein. Irgendwas Rundes. 350. So, 350 ist. Nah, ja, 348 ist nah genug dran. So, Leute, ich versuche das jetzt ein bisschen mehr vorbildlich einzutragen. Deswegen seht ihr hier bei MyFitnessPal 105 Gramm Whey, 250 Gramm Schokomüsli, 350 Milliliter Milch und einen Apfel. Ja gut, den habe ich jetzt nicht gewogen. Ich schätze mal 100 Gramm. Das ist noch ein bisschen verpeilt, also bis jetzt 117 Gramm Eiweiß, 40 Gramm Fett und 184 Gramm Kohlenhydrate. Ich versuche... Okay, da steht Ziel 3000. Ja, damit spiele ich so ein bisschen rum. Aber ich versuche auf 4000 zu kommen. Ich glaube, das ist ganz gut. Ich weiß es genau, da ich mein Body Media gerade nicht dran habe, aber an Trainingstagen könnte das gut sein, dass ich mit 4000 leicht im Defizit bin. Und hier sehe ich nochmal meine Nahrung. Aber auch nicht so schlimm, 4000 ist ja immer noch viel. Dann, wie gesagt, mache ich erstmal auf noch zu Ende. Ihr könnt hier bei Freunde zum Angucken, falls ihr es noch nicht wusstet, dafür müsst ihr erstmal einen Freund haben. Und dann muss er hier das Tagebuch freigeschaltet haben. Zum Beispiel bei dem kann ich es angucken, bei den anderen zum Beispiel nicht. Bei dem kann ich das Tagebuch nicht angucken, wenn ihr das seht. Hier, andere haben Passwort, er hat kein Passwort und dann kann ich jetzt zum Beispiel hier gestern gucken, was er gegessen hat. Er hat 100 Gramm Hausfrauen gegessen, 150 Gramm Frucht, naja, und dann, warte, oh, ah, endlich, ist ein bisschen verzögert als iPhone, und da kann man richtig schön hier überprüfen, aha, der Kollege hat 250 Gramm Carbs, na, könnt ihr das auch erkennen. Mal fokussieren. 250 Gramm Carbs, 29 Gramm Fett. Scheiß Kamera. Ja, und keine Ahnung, 150 Gramm Eiweiß oder so gegessen. Und ja, das dazu. Mein Fitnesspal, ganz cool. So heißt sie für alle, die die App noch nicht kennen, aber die meisten kennen sie wahrscheinlich. Eine andere Sache ist dann hier noch die Smoloff App. Ich mache ja gerade Smoloff. Ich habe jetzt nur rein hypothetisch schon mal den Smoloff Cycle für Kniebeugen angeguckt. Habe ich natürlich hier alles schon gemacht. Haha.
Und wollte mal gucken, wie das aussieht, wenn ich das machen würde. Aber was ich ja im Moment wirklich mache, ist das hier. Und ihr seht schon, Woche 1 fertig, Woche 2 fertig, Woche 3. Erste Workout. Habe ich auch schon fertig. Oh, die Zahlen sind ein bisschen falsch. Ich habe da auch mal dran rumgespielt, wenn ich Smoloff für... Wenn ich Smoloff Junior für Squats machen würde, aber ich mache es ja für Bankdrücken, das sind deswegen hier die Werte 150,5 und dann 7x5, 122 Kilo. Das machen wir gleich. Ich sage, ne? Dieser Clipgürtel, ne? Aber. Passt es, ne? Die Schnalle muss weiter in deinem Kopf, aber da kannst du mal drücken. Ja. Ja, Mutter. So. Oh Gott. Schick das mal ein Stück nach hinten. So Leute, es ist jetzt ganz schön spät Abend und ja, keine Ahnung, nach dem Frühstück ist das meine erste richtige Mahlzeit. Ich habe zwischendurch noch ein paar Bananen und Äpfel gesnackt, aber sonst ist es jetzt sozusagen mein erstes richtiges Essen danach. Und damit komme ich auch erst auf 3000 Kalorien, wenn man das mal hier so schön sieht. Ja, wunderbar, es hängt wieder. 3012 Kalorien. Und ja, eigentlich müsste ich danach ja noch was essen. Ich habe ja gesagt, ich will auf 4000 kommen. Vielleicht noch Müsli. Mal schauen, ob ich danach überhaupt noch was essen kann, weil das ist ganz schön groß. Wenn man jetzt mal so das iPhone daneben legt. Also das sind 750 Gramm Gemüse und 550 Gramm Fleisch. Ja, und ich muss dann halt sehen, ob ich danach überhaupt noch was essen kann. Ich werde mir dann wahrscheinlich ein Müsli machen oder so. Jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit ist es gut, da so einen riesen Haufen Gemüse rauf zu tun. Einerseits ist es natürlich gut wegen den wunderbaren Vitaminen, die man hier so schön erkennen kann. Andererseits
schaffe ich möglicherweise nicht meine Kalorien und das wäre natürlich doof. Naja, man muss immer Kompromisse machen, ne? Oder auch nicht. Wir sehen uns das später noch. Hey Leute, ich gucke gerade Ralf sein Bankdrück-Booster-Training. Im Endeffekt hat er genau dasselbe gemacht wie ich, einfach Small of Junior für Bankdrücken. Ich finde es ein bisschen mies eigentlich von ihm, dass er das nicht erzählt hat. Aber das Witzige finde ich eigentlich, ich gucke mir jetzt im Nachhinein nochmal an, ich habe mir als erstes die ersten zwei Folgen angeguckt, aber ich habe dann aufgehört, seine Videos zu verfolgen, weil er einfach nur noch über Supplements geredet hat und so. Also, und dann hat er einen Satz Training reingehauen und sonst die ganze Zeit nur, ja, ich nehme das Supplement und das Supplement und das Supplement und vegan ist so toll und was weiß ich. Und dann, jetzt gucke ich mir das im Nachhinein nochmal an. Ich finde es relativ witzig, weil er sich genau dieselben Gedanken macht, die ich mir auch habe. Also in Bezug auf Atmen, also bei den Sätzen, ob für jede Wiederholung einzeln atmen oder nicht. Und auch mit Schultermobilisation und ob seine Gelenke das aushalten und all so ein Kram. Und auch, dass er überrascht ist, dass auf einmal Training doch einfacher geht, als er das eigentlich erwartet hätte. Also finde ich eigentlich schon ganz witzig. Ich finde es dann eben schade, dass er gerade Bewertungen und Kommentare ausgestellt hat. Also, tja. Das ist natürlich ein bisschen doof. Der Ralf wird zu doll gehatet und deswegen möchte er keine Bewertungen und keine Kommentare haben. Naja, das dazu, aber wie gesagt, falls euch das interessiert, ihr wisst, was ich mache. Small of Junior, das hat Ralf gemacht, das habe ich gemacht und ich bin mal drauf gespannt, was ich so nach diesen 3 Wochen alles erwarten kann. Jetzt hat er sogar auch noch darüber geredet, ob man Touch and Go machen sollte oder mit so wie es wettkampfgültig wäre, mit Pause unten. Und das ist, denkt man sich halt eben auch das gleiche, mit Pause sollte man es halt eigentlich machen, aber wenn es halt irgendwann nicht mehr geht oder so, dann denkt man, okay, bevor ich jetzt irgendwie faile, dann mache ich lieber noch meine Raps zu Ende mit Touch and Go, das heißt irgendwie so schnell runter, schnell wieder hoch und das andere wäre halt nach unten gehen, kurz Pause machen und dann wieder hochdrücken. Auf jeden Fall, ich finde es extrem witzig, man, dass man sich so dieselben Gedanken macht, hätte vielleicht die Videos vorher schauen sollen oder so. Naja, ganz interessant.